So, willkommen zum neuen Part. Wir sind ja, glaube ich, schon im dritten Loch. Steht genau, das? Ja, das drei. Dritte Loch und ich bin hier schwer beschäftigt, weil ich muss hier driven, sprich den Ball nach vorne knallen. Das mache ich auch gleich. Gegenwind haben wir, also entscheide ich mich für diese Variante. Klatsch! Naja, ist nicht so schlecht. Hätte schlimmer kommen können. Na wirklich, mir gefällt die Grafik viel besser jetzt. Denn hier, die haben sogar einen Rosenbusch hier gepflanzt. Also ist wirklich schön. Kann man nicht meckern. Also ging vorher, die Straßen sehen auch aus wie Straßen etc. Die Straßen sind aus wie Straßen. Meine Fresse, der haut aber drauf. Der ist weiter als wir. Oh mein Gott. Ja, aber jetzt nicht um Welten. So, ich hoffe, ich mache das jetzt endlich mal gescheit. Übrigens, wenn ihr auf Profi spielt, ja, dann zählt das ja nicht mehr mit, ja, ich muss jetzt auf Tab drücken und hab das hier. Das gibt's dann nicht mehr. Von Erzählungen weiß ich das auf jeden Fall. Na, echt jetzt? Ja, das gibt's dann immer und deswegen überlege ich überhaupt, ob ich Profi werden sollte. Weil ich glaube, ohne das sieht es bei mir ein bisschen haarig aus. Ja, ich meine, der Kurs würde jetzt noch halbwegs gehen, so auf Profi, ne? Ich meine, ist ja mit Tab so nach vorzoomen, kann man ja als Cheaten auch bezeichnen. Ja, schon, einigermaßen, ja. Leg ihn mir schön hin. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das ist very, very good. Das wäre fein. Das müssen erst mal die anderen hinbekommen. Gut, aber die kann's. Hier mit dem, was hat die da? Stumpfbandgürtel oder was? Was ist da? Welcher Gürtel? Da unter dem Rock, der schwarze Teil hier. Das schaut ja aus wie. Keine Ahnung. Das schaut aus wie eine urkurze Legging. Ja, oder vielleicht ein Halsband, das runtergerutscht ist oder so. Keine Ahnung. Was weiß ich nicht. Puh, 200 NG, schöner Schlag. Yeah. Bist du das, der die ganze Zeit so klatscht? Ja. Na gut. This is very professional. So, jetzt wollen wir mal sehen, was wir in der Undertaker gelernt haben. Ich schaff's nicht. So. Warum ist das so gelb und dann so blau? Von was redest du? Da unten, die Schussleiste. Ich hab's da zuerst gelb und dann blau. Oh Gott, ich hoffe, ich mache jetzt keinen Scheiß. Also ich habe gelb und dann rot, also ich habe keine Ahnung, wo du da blau siehst. Ja, gelb und rot, nee. Ich habe gelb gehabt und dann blau. Genau bei dieser Schussleiste, was ach du da... Ach so, bei dieser langen, nicht bei den Anzeigen weiter unten? Nö. Oh, das wird haarig, das wird haarig. Ich habe zu wenig gegeben, ich hätte 30 geben sollen. Eieieiei. Sorry. Jetzt alles rein. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Na passt, 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 passt. Wir holen das wieder auf, wir machen das wieder gut. Und zwar jetzt. Das ist eine Schussempfehlung. So ist es nämlich. Genau in dieser Stärke, wenn man es nimmt, geht es leicht daneben. Also irgendwo in dem Bereich. Sehe ich das. Der da für einen Schläger, bitte. Gut ist er nicht, aber schön. Haha.
Ich weiß nicht, der wird mir nicht gefallen. Das schaut so komisch aus. Ja, ich würde sagen, dann passt er doch zu ihm. Fragezeichen. You got a new item. So. Ah, jetzt führen die anderen noch. Oder? Ja. Ach, wir haben da noch ein paar Löcher, oder? Ja, ja, natürlich. Wir sind knapp bei Halbzeit hier jetzt. Also, soweit man 4 die Halbzeit von 9 betrachten kann. Die haben irgendwie alle blaue Schläge, fällt mir gerade so auf. Soll ich hier sagen, dass sie ein schwieriges Kappel hat? Vielleicht haut es ja mal diesen Rändern und voller Grant haut es daneben. Aber was ist da eigentlich auf dem Kappel oben? Ein A und dann ist da irgend so eine komische Figur. Alter. Bist du jetzt dran? Es ist very professional. Die hat jetzt 365 Yard geschossen. Nee, ich bin scheinbar nicht dran. Mist, jetzt bin ich dran. Ja, so ein Pech. Zu leid. Die hat jetzt rausgesammelt. Ich sammle jetzt auch so raus. Das müsst ihr gleich schauen, ich kann das so gut. Mit dem violetten Treiber. Und mit dem violetten Höschen. Mit gestraften Leiberl. Ich bin gespannt. Was hey, das passt alles zusammen. Very good combination. Hey, ich komme nicht weiter mit meinem Driver. Na, es passt. Das ist das Beste, was geht. Es passt. Das ist okay so. Das ist... Der will einen SW von mir haben. Wir haben keinen Wind. Und wenn ich jetzt dann mit dem SW voll drauf hammer, sind wir genau dort, wo wir hinkören. Also jetzt prinzipiell. Wir haben aber keinen Wind. Ich schieße aber immer schlecht. Das heißt, ich stelle mal das Ziel so her. Und dann mache ich diesen hier. Aber nur ganz wenig diesen hier. Ein bisschen mehr so. Und dann kann man immer noch... Viel Glück! Au! Und Gottes Hilfe! Und gleich rein! Ja! Knapp! Naja, aber immerhin. So! Schöpfung gibt's auch immer noch. Was haben wir denn da? Ein paar 4, ne? Das sollte man hinbekommen. Dass wir einen Birdie schießen, dann wären wir wieder gleich, ne? Die Frage ist nur, was machen die hier? Also, so wie das ausschaut, sammelt der da, ich weiß nicht wohin. Schießt er dahin? Das hab ich auch gerade bemerkt. Oh Mann. Okay. Aber hey, für den Anfang ist es gut. So, na. Ja, das schafft sie. Das schafft sie. Das glaube ich auch. Ja. Birdie. Ich weiß jetzt immer noch nicht, was die für ein Zeichen auf der Mütze hat, aber ich würde es gerne wissen. Na, ich schau mir es dann nachher an beim nächsten Birdie oder so. So, okay, wir haben keine Punkte gut machen können. Macht nichts. Das wird schon noch.
Ja, wenn nicht, dann nicht. Wir spielen ja zum Fun, ne? Was ist denn das hier? Ein Postkasten oder was? Ein Griller, ein Postkasten. Griller. Den braucht man immer zum Golf. Aber ehrlich, mal, wieso steht beim Golfen ein Postkasten? Das war für mich schon immer irgendwie sinnlos und klein wenig. Jawohl, danke. Das ist es, was wir brauchen. Und schön im Wald verstecken den Ball, das ist immer ganz wichtig. Du bist dran. Okay. Boah, mein Putter geht schon wieder so nicht so weit. Dann müssen wir halt jetzt damit leben. Ja, meiner wäre auch nicht weit gegangen. Ne? Meiner geht 200 Yard, bringe ich gerade zusammen mit der Spielfigur hier. So, jetzt geht's einmal voll. Da könnte ein bisschen jetzt schief gehen. Mal voll. Jetzt geht's mal voll. Ja, was soll man erst? Was sollte erst immer sagen, wie es geht, wenn man wenn der Ball sicher verwahrt liegt, ne? Oder? Oder nicht? Ja. So, 8er Eisen. Mit dem 8er Eisen geht's ja mal gar nicht. 9er. Oh ja, sieht schon besser aus, aber immer noch kacke und ja, den nehme ich. Der ist klasse. Jawoll. Jawoll, jawoll. So, und dann hier ein bisschen so, diesen hier. Dann Rückenwind haben wir auch. Und dann mache ich noch diesen hier, bei dem bin ich gewohnt. So, und dann Augen zum durch. Toller Vorsatz. Das wird nix. Nochmal. War gut, war gut, war gut. Kann kommen, kann. Ja, 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 nein, ja. Ja. War kacke. Ich hätte mehr drauf sollen, ja. So, jetzt jetzt bin ich aber gespannt. Was hat die auf ihrer Mütze, bitte? Ja, was kann ich nicht lesen, wegen den ganzen Gebüschen. Aber... Nein! Ja, wenn aber eine komische Mütze. Da steht so ein komisches A. Aber was ist das für ein Zeichen? Ist das so Ameise oder was ist das? Ich glaube, das ist so ein Krebs. Nee. Stern. Nee, das ist ein Vogel, oder? Ein Vogel, aha, ja. So ein Adler. Kurz bevor so pass auf, mach mal. Den Fisch fängt, oder was weiß ich. Was ist das an deiner Mütze? Krebs? Fragezeichen. Sag schön. Ja, guck dir die Animation an. Animation? Wenn du das geschrieben hast. Da waren so Herzchen bei deinen Augen. Also, baum, baum, baum. Hey, sag's mir. Die Mütze, warum sag's mir noch? Shit. Bitte, was machst du da? Bist du abgerutscht? Was? Ah, sie weiß es nicht, schreibt sie. Sie versucht es auch herauszubekommen. Wieso geht er das nicht? Also. Ach du dicke Sei. Okay, der nächste wird besser, ich verspreche es. Man vertut sich da irrsinnig. Ich habe keine Ahnung, aber dieser Kurs hier ist nicht so einfach, wie er aussieht, obwohl flach. Ja. Ist komisch, ich meine. Das war eh knapp, aber es ging. Ja, ein Bugehammer, gerade mal so. Aber ist okay.
gut, die spielen jetzt auf Paar. Würde der auch einen 18er Nam-Show machen? Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Was ist das? Bei einem 18er sind wir schon dabei, oder? Nur, was ist das? Das ist doch ein Spiel, oder nicht? Ja, mach mal. Sind dabei, mach mal, oder? Ja, sind dabei. Ich frage mich aber jetzt, ob wir das dann auch aufnehmen oder nicht. Das liegt an dir. Also ich kann nicht, ich habe die externe nicht laufen. Und ich drehe sie jetzt auch nicht auf. Haha. Haha. Also liegt es an dir, du kannst es ja aufnehmen. Du musst es ja nicht gleich heute oder morgen hier na, posten. Oh, 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 Mann, ist der gemein, der Kurs. Boah, boah, so eine Sau hier. Du wirst es schaffen. Ja, ich hoffe doch. So, jetzt pass mal auf, 122. Da muss ich aber fett reinhämmern. Auf der anderen Seite wäre es aber unklug, wenn ich das mache. Und wenn ich so mache, dann mache ich so. Hol dir bei der Tussi die Namcho-Quest ab. Ja, ich kann mich um das jetzt nicht kümmern. 2,6 Rückenwind. Patsch, bum, bang! Rein damit! Hier! Wer der Undertaker hat abgeschossen. Ah, wenn man dann... Ja, okay, was? Okay, ich verstehe schon. Wenn man nach der Namsho-Quest auf Vulcano kann, heißt das, die habe ich schon. Weil ich kann nämlich schon auf Vulcano. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich... Ich habe mir vorgenommen, dass ich diese Woche mich ein bisschen kümmere um die ganzen Quests, damit ich ein bisschen weiterkomme. Ich habe keine Quests. Du bist dran. Ja, das weiß ich, aber ich weiß nicht, wie ich dorthin komme. Wohin? Na, ich meine, mit was soll ich da schießen? Sag vielleicht ein bisschen schnell, ich habe nicht mehr so viel Zeit. AW, SW. Ja, aber... Da kriege ich jetzt aber nicht auf 100 Power, oder? Nee. Nur 50 oder 40 oder so. Oh, oh, das wird echt scheiße. Wieso? Es wird gut. Wird gut, bravo. Klatsch ich gleich. Die Tante an der Treppe. Da gibt es doppelte Erfahrung. Heißt, Level schneller. Da brauche ich Quests vorher. Die habe ich nicht. Ja, es sind noch Nancho auf Carried Win. Ich glaube, den habe ich schon. Holen wir uns dann erst. Ist die Tante an der Treppe, wenn ihr die habt. Die Tante an der Treppe. Boah, das ist eine so gute Beschreibung. Aber ich glaube, es gibt eh nur eine Treppe. Wie kann ich mir die als Freundin hinzufügen? Du musst auf... Unten hast du neben dem Menü noch ein paar Buttons. Der dritte Button ist auf der Liste und da musst du dann auf Einladen gehen. Und dann den Namen eingeben. Na, ja, könntest du nicht vereinfachen? Obwohl, ich glaube, du kannst auch Rechtsklick auf sie machen. Warte kurz. Rechtsklick auf sie machen. Mist. Ja, das habe ich nämlich schon versucht. Dass ja, das ist so, das geht nur, wenn du auf dem Platz bist. Ja, nicht in den Runden, sondern auf dem Platz, dann kannst du das machen. Aber ich würde die auch gerne einladen, aber was sind denn das für komische Zeichen, die da hat? Ein Stern nehme ich mal an. Also, Stern, German? Stern? Dream, Stern? Ich weiß nicht, das sieht mir irgendwie nicht so wie ein Stern aus. Das sieht eher so viereckig aus. Ist da was gekommen bei dir? Nix.
Hey du, ich glaube, das ist ein Greis, das ist ein Greis. Ja, die soll mich einladen, hör mal. Die braucht nur ihre Underline Ivan drücken, ja, und ich hier und Stern, Kreis, was weiß ich noch alles. Fucky. Okay. Also ich hoffe, ich hab's jetzt. So, ich hab's jetzt. Hast du es mit Kreis gemacht, oder wie? Mhm. So, okay, lässt du weiterlaufen oder was machst du? Ich mache jetzt gleich einen neuen Part. Okay, dann hau rein. Okay.